Holmes, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Und da haben wir den Salat. Kate! Bist du hier? Könnte sie sich vielleicht versteckt haben? Nicht jetzt. Ja, hätte ja sein können, dass sie da drin ist. Wie, haben wir jetzt noch eine Drohung? Mr. Holmes, ich kann Ihnen wahrlich nicht genug für alles danken, was Sie getan haben. Ich muss mit meinen Taten leben, aber Sie haben mich verstanden. Meine Mary erholt sich langsam. Heute konnte sie sogar einen Teller Suppe essen. Ich habe dabei hemmungslos geweint. Wir sind guter Hoffnung, dass sie ihre Krankheit vollständig besiegen und weiterleben wird. In ewigen Dank, Reginald Butcher. Kate! Hat sie vielleicht einen Brief hinterlassen? Was? Sie hat hier etwas geschrieben. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Was war hier los? Was will sie nur mit ihrem Koffer? Oh nein, hat die Nachbarin sie jetzt doch mitgenommen? Warum steht der Schrank offen? Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Kate! Kate! Wo bist du? Ach du Scheiße. Wahrscheinlich hat er gerade Fieber. Alice, wo ist meine Tochter? Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, Sie glücklich gemacht. Oh. Holmes, aufhören! Ich werde Sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Ich glaube, die habe ich gerade nicht. Oder? Oh Mann. Die hat uns ja wahrscheinlich irgendwie verzaubert mit ihrem Voodoo-Scheiß. Ich soll das Nebenzimmer ansehen. Nicht lassen. Jetzt. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren. Okay. Wobei das ja auch nicht angezeigt wurde. Also muss ich... Da liegt was. Das war es, was ich oben gehört habe. Hier ist Alice reingekommen. Oh Mann.
Das ist alles umgekippt. Das Foto steht auch immer noch. Also, oder was hängt da? Ne, war hier noch irgendwas? Dann schauen wir mal, was sie zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Achso, Charakteranalyse. Sie ist wütend. Sie hat einen schicken Hut auf. Achso, Trauerkleidung. Es wird ja irgendein Todestag. Wieder ihre Kette, aber die kann ich nicht anwählen. Zugfahrkarte war am Bahnhof von Highgate. Weiße Spuren hat Kreide benutzt. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Sie hat Kreide benutzt, also hat sie gerade den hier neu aufgemalt. Beim letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Hier. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Nicht? Wo ist denn das Buch? Okay, da muss ich vielleicht noch mehr auswählen. Das Buch fehlt. Hat es jetzt abgewählt? Der war auch vorher da. Warte mal, der Stuhl. Der steht jetzt da hinten. Der Phonograph ist weg. Und das Kinderbett. Spiegel auch. Nee, das Kinderbett ist jetzt da. Der Spiegel ist da hinten. Oh. Also aufheben. Der Rollstuhl stand da, da steht jetzt, ja, wo steht er denn jetzt? Nirgendwo. Der Rollstuhl ist weg. Ach nee, das ist der, ne? Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Die Uhr steht jetzt da. Muss ich jetzt das anwählen, was fehlt oder was anders steht? Hamiltons Porträt. Nein. Meine Auswahl ist nicht richtig. So, was sagt denn hier mein Ding? Durchsuchen Sie alles Nebenzimmer. Warte mal. Hilfe. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Sie können bereits ausgewählte Gegenstände wieder abwählen. Okay. Es muss also komplett fehlen. Der Phonograph.
ist jetzt weg. Der Spiegel war noch da, der Rollstuhl, die Wiege auch. Kerzen beim Stuhl. So, das Cremoire ist weg. Und das Ding da hinten. Der Schrank stand da vorher schon. Das Porträt von Alice Vater, William Hamilton und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Was hat die nur gemacht? Trauerkleidung, Porträt, nein. Fahrkarte, Gegenstände, Fahrkarte, Trauerkleidung. Es besteht die Möglichkeit, dass Alice den Friedhof von Highgate besucht hat, bevor sie in die Baker Street zurückgekehrt ist. Alice könnte eine spirituelle Seance abgehalten haben, um Kontakt zu ihrem Vater William Hamilton aufzunehmen. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hat sie Kate etwa auch mitgenommen? Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Die blöde Kuh. Kann ich dir noch was sagen? Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Ja, ja. Kate! Bist du hier? Okay. Kate, ja, toll. Was hat sie dir angetan? In der Mitte von... In der Mitte von... Und finde die Gruft. Ist er jetzt schon da? Gehe zum alten Friedhof. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Und hier ist auch die Tafel und die Kerzen. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Opfer von Blei. Oh nein, und wer saß da drauf? 4 anderen. Dickhäuter Feind. Gelehrter der Wege. Was hat die hier nur überall hingeschrieben? Buddelnder Riese. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Und welchen? Dass wir raus müssen, und zwar ganz schnell. Kate! Oh mein Gott! Das ist Alice Vater! Das ist Alice Vater! Mumifiziert! Herrlich! Hatten wir das nicht schon? Ich glaube, der dreht gerade ein bisschen durch. Eine Karte der britischen Flüsse. Madame Destiny. Eine Laterne. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Komm,
wir hier... Ach, da ist noch ein Bett? Nein, sag bloß, sie schläft da auch. Hier schläft Alice. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Wo müssen wir lang? Oder muss ich das noch... Ich muss sie noch weiter untersuchen. Ach ja, das ist es mal wieder. Irgendeine kleine Kleinigkeit. Haben wir wieder vergessen. Ach, wie schön. So, die Kerzen können wir nicht anwählen. Die Wandschriften auch nicht. Buch haben wir, die Tafel, das Bild. Da ist ein Koffer. Kates Tagebuch. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet, das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an. Sie ruft ihn. Sie wendet sich nach innen und fängt zu murmeln an. Ich verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß. Sie bewegt sich ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Sie sieht mich nicht. Sie fängt an, als er... So, jetzt kann's weitergehen. Ist ja auch schön, wenn man sein Telefon hier im Raum liegen lässt. Sie sieht mich nicht. Sie fängt an, als er zu sprechen. Hä? Sie fängt an, als er zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelt sie den ganzen Boden voll. Und wo ist sie jetzt bitte? Wo finden wir ihn, Vater? Das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Gruft finden, von der Alice spricht. Kates Koffer. Warum hat sie ihn hier gelassen? Bestimmt, weil die schreiend weggerannt ist. So, hier hatten wir ja auch alles. Gut, dann können wir ja jetzt rausgehen. Hä? Konnte ich das auch? Nee. Das ist aber nett, dass ihr mir das Tor haltet jetzt aufgemacht habt. Finden Sie die 4 Grüfte auf dem Friedhof, auf die sich die Nachricht von Alice bezieht, und wählen Sie sie aus. Mit Ihrem Visualisierungstalent können Sie die ausgewählten Grüfte sehen. Okay. Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Hatte 3 jüngere Brüder? Hey, ich verstehe das gerade nicht so ganz. Archäologe. Soll ich jetzt irgendwie Familiengrüfte oder so finden?
Unbekannte Gruft. Gut, dann markiere ich die vielleicht doch erstmal, oder? Unbekannte Gruft. Gehe zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von vier anderen. In der Mitte von vier anderen. So, 1, 2, 3, 4. Du bist in der Mitte. Du bist keine Gruft. Du bist eine unbekannte Gruft. Der Hinweis nennt nur vier Personen. Eine fünfte ist nicht nötig. Ja, aber dann muss hier doch irgendwo in der Mitte Gruft sein, oder? Nicht alle ausgewählten Personen stimmen. Okay. Also grün müsste ja dann eigentlich richtig sein. Und rot nicht. So ein Cheat. Auswahl aufheben. Dann nehme ich dich jetzt. Ich dachte gerade, die Tür wäre aufgegangen, ey. So, die ist nicht richtig, aber vielleicht die. Der Hinweis nennt nur vier Personen. Eine fünfte ist nicht nötig. Ja, warte, dann machen wir dich jetzt weg. Und dich dazu. Das ist die nächste, die ich abwähle. Also Cyrus nicht nochmal. Du bist unbekannt. Kann man hier rumlaufen? Sieht doch erstmal gut aus. Wie komme ich da hin? Hier ist eine Treppe. Guck, ist vor mir ein Haus. Da war ich doch gerade, oder nicht? Oder war ich da von der falschen Seite? Kate! Kate! Kate, mein liebes Kind. Ich weiß nicht, wann du das hier hören wirst, aber ich weiß, dass du eines Tages hier sein wirst. Mein Blut, mein Licht. Verdammt sei der Tag, da ich von dir gehen musste. Der Tod macht mir nichts aus, nur dass ich dich hier ließ, mit ihm. Holmes, Sherlock Holmes.
Nun, du musst verstehen, er ist ein ernster Feind. Doch da er sich so gerne hinter der Maske seiner scheinbaren Moral versteckt, würde er dich nie töten. Holmes. Er hat dich sicher niemals verstanden und das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du weintest nicht so oft, weil du ihn zum Vater hattest. Womöglich hat er wegen dir geweint. Sei bitte nicht betrübt, mein Kind. Ich starb durch ihn. Aber jetzt kennst du endlich die Wahrheit. Du bist meine Tochter. Du musst ab jetzt mein Werk fortführen. Folge meinem Weg und werde die Herrin des Bösen, meine Kate, mein Fleisch. Vor den Augen von Holmes und der ganzen Welt, Kate Moriarty ist endlich da. Dass sie es so erfahren. Weil du es ihr nicht gesagt hast, du Volltrottel. Die Dynamik eines Asteroiden. Ein Buch von Professor James Moriarty. Bei meinen Beobachtungen der Asteroidenbewegung mit meinem Teleskop habe ich zwei neue Sterne entdeckt, die ich Mirach und Adil genannt habe. Zusammen mit anderen dunklen Sternen bilden sie ein wunderbares Sternbild, dessen Form mich an meine liebe Tochter Caitlin erinnert. Ein äußerst präzise angefertigter Metallstern. Die junge Kate und